Es war beinahe ein Novum in der Geschichte Villmars. Der Finanzhaushalt wurde zum 13. Februar von der Gemeindevertretung einstimmig verabschiedet. Und jetzt geht das Ganze zum Landkreis Limburg-Weilburg, zur Kommunalaufsicht. Die muss das Ganze dann auch noch genehmigen. Wir hatten ursprünglich mit einem Überschuss von über 500.000 Euro gerechnet. Das wäre sehr gut für uns gewesen, das wäre ein tolles Ergebnis. Allerdings waren da noch nicht die Kreis- und Schulumlage vorhanden, auch der Kommunalfinanzausgleich. Die Daten lagen hier auch noch nicht vor. Das waren alles nur Planungszahlen. Und als die dann wirklich kamen, das sind dann immer Einwirkungen von außen, hat sich das Ganze dann nochmal verringert. Aber wir haben hier trotzdem in allem noch gute wirtschaftliche Zahlen rausbekommen. Wir haben einen Überschuss von etwas mehr als 40.000 Euro im ordentlichen Ergebnis. Von daher sind wir hier auf einem guten Weg, mittelfristig auch unseren Schuldenberg zu verringern. Doch aufgrund der Corona-Krise dürfte diese frohe Kunde aus dem Rathaus nur noch bloße Makulatur sein. Denn unter den wirtschaftlichen Auswirkungen werden auch die Finanzen der Gemeinde Villmar leiden müssen. Ein neues Carsharing-Konzept für Kommunen und Gemeinden wird, so die Corona-Krise es zulässt, Mitte diesen Jahres in Villmar präsentiert werden. Wir werden, wenn es ein bisschen gut läuft, ab Ostern Carsharing unserer Gemeinde anbieten können. Einen neuen Sitzer, einen kleinen Bus, das ist, glaube ich, für Vereinszwecke ganz gut geeignet. Das Carsharing-Konzept, das basiert hauptsächlich auf der finanziellen Unterstützung unserer Unternehmen, die tatkräftig mit Werbung für sich als Unterstützer der Gemeinde das Auto mitfinanziert haben, aber auch durch die Firma Mika, die auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob das nicht was für unsere Gemeinde wäre. Und da ich das als eine gute Idee empfunden habe, auch das Konzept als sehr gut finde, haben wir dann hier gemeinsam dann versucht, das auf die Beine zu stellen. Und das ist ja letztendlich dann auch durch die Hilfe der Unternehmen geglückt. Hier möchte ich auch an allererster Stelle den Unternehmen in unserer Gemeinde danken, die das Ganze unterstützt haben, dass dieses Carsharing-Konzept bei uns etabliert werden kann. Von daher freue ich mich auf diese Sache und danke auch allen an dieser Stelle. Und ich denke, das ist gerade in Zeiten der Mobilität ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Vereinsunterstützung, wenn man so möchte, aber auch jeder Private kann das Fahrzeug mieten zum günstigen Preis. Alle Details, die werden wir dann nochmal zu gegebener Zeit bekannt geben, wie man sich das ausleihen kann, wer Ansprechpartner in der Gemeinde ist, wie das Ganze halt eben funktioniert. Aber dazu dann später mehr, wenn es dann zur Vorstellung von dem Carsharing-Konzept dann im Einzelnen geht oder beziehungsweise wenn auch das Auto dann hier offiziell dann auch eingeweiht wird. Das Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul ist seit 2019 im Besitz der Gemeinde Villmar und wartet auf seine neue Bestimmung. Hier haben wir mittlerweile schon das ein oder andere Konzept erstellt, um nach der Vermietung an die Kirchengemeinde das Haus für uns zu nutzen. In welcher Art und Weise steht noch nicht fest, ob das verwaltungsseitig genutzt wird oder ob das für die Vereine genutzt wird. Hier muss dann später die Gemeindevertretung entscheiden, wie es weitergehen soll. Konzepte sind aktuell in Arbeit. Das Ganze wird aber nicht vor 2021 passieren, realistisch eher 2022. Das hängt damit zusammen, dass das Schwesternhaus aktuell in der Planung ist, dass dies saniert wird von der Kirche aus. Das ist auch ein größeres Projekt, weshalb das auch gut und gerne nochmal 2 Jahre in Anspruch nimmt. Im Zuge der Sanierung von dem Schwesternhaus wird auch die Kinderkrippe erweitert um eine weitere Gruppe. Und ich hoffe, dass auch hier dann in 2 Jahren eine neue Gruppe mit 12 Kindern entstehen kann. Aber es wird erst umgesetzt, wenn das Schwesternhaus fertig ist und auch die Kirche mit dem Pfarrbüro, was ja aktuell noch im Pfarrhaus ist, dann rüber ins Schwesternhaus gehen kann. Das Pfarrhaus wird auch noch saniert. Inwiefern oder wie intensiv das Haus dann noch saniert werden muss, hängt natürlich dann auch von der Nutzung ab, was wir daraus machen. Ich sage mal, als Bürogebäude haben wir andere Ansprüche als ein Gebäude, was jetzt für Vereinszwecke genutzt wird. Wir planen dafür aber auch langfristig und auch frühzeitig, um dann auch hier wenig böse Überraschungen am Ende zu bekommen.